Hallo, mein Name ist Ulrike Groß und ich bin die Direktorin vom Kunstmuseum Stuttgart. Ich befinde mich in den Sammlungsräumen des Museums und möchte auch heute einige Werke vorstellen, die wir für die Sammlung von Künstlerinnen in den letzten Jahren angekauft haben. Scherin Kretschmann wurde 1980 in Karlsruhe geboren und studierte an der Kunstakademie Karlsruhe in der Malereiklasse bei Leni Hoffmann, in der ein erweiterter Malereibegriff diskutiert wurde. Kretschmann entwickelt raumbezogene, malerisch-installative Arbeiten. 2014 luden wir sie zur Frischzelle ein, unser Format für junge Künstlerinnen. An einer der hohen Wände in unseren Sammlungsräumen realisierte sie damals unter anderem aus Lederfett das Werk »Let's Slip into Her Shoes«. Da wir aus der Frischzelle immer Werke ankaufen, erhielt die Künstlerin anschließend den Auftrag, in einem kleinen Treppenhaus im Kunstmuseum Stuttgart eine ortsspezifische Arbeit zu realisieren, die dort dauerhaft bleiben soll. Bei Let's Slip into Her Shoes 3 definiert die Künstlerin in unterschiedlichen Höhen der drei Wände verschiedene Flächengrößen in DIN-Formaten, die sie mit Lederfett ausfüllt. Ein physischer Materialprozess wird in Gang gesetzt, bei dem das Lederfett faktisch in die Wand einzieht. Je länger das Fett auf der Wand bleibt, desto intensiver schreibt sich das Farbpigment in die Wandfläche ein. Einige Flächen mit der pastosen, schwarz glänzenden Schicht aus Fett belässt sie so, an anderen Stellen nimmt sie das Material wieder ab. Dadurch entstehen Farbfelder, die zwischen hellem Blau, Blaugrau und Schwarz changieren. Die an Freskomalerei erinnernden Flächen lassen Kratzspuren, verspachtelte Löcher und farbliche Übermalungen des Museumsbetriebs sichtbar werden. Die Anordnung erinnert an die früher in Museen und Privathäusern übliche dichte Hängung klassischer Gemälde, die sogenannte Petersburger Hängung. Das Material verbreitet einen charakteristischen Duft und erinnert an den häuslichen Gebrauch von Schuhfett. Es gibt also neben der visuellen Wahrnehmung eine zusätzliche olfaktorische Qualität bei dieser Arbeit. Marie-Luise Heller lebte von 1918 bis 2009. Sie studierte zunächst in Frankfurt und dann von 1948 bis 1950 an der Akademie der Bildenden Künste München bei Ruprecht Geiger, der sich besonders mit der Leuchtkraft von Farben beschäftigte. 1968 begann sie mit dem Werkstoff Plexiglas zu arbeiten. Angeregt durch Kontakte zur Technischen Hochschule München, verwendete Heller somit als eine der ersten Künstlerinnen gegossenes und eingefärbtes Acrylglas. Zunächst arbeitete sie mit dünnen Kunststoffblättern, die ihr eine variable Übereinanderlagerung geometrischer Gebilde ermöglichten. Ab 1969 wurden die hintereinander gesteckten Acrylglasscheiben durch sogenannte Dia-Objekte ersetzt. Hier wurden die Formen durch Abklebung erzeugt und mit fein aufgetragener Sprühfarbe ausgeführt. Das Kunstmuseum besitzt nun ein rundes und ein quadratisches Objekt, die jeweils aus zwei Plexiglasscheiben bestehen und um 1972 entstanden. Die Formenwelt von Heller ist auch inspiriert von außereuropäischer Kunst. Das meandernde Band auf dem quadratischen Objekt zeigt hier Interesse an mexikanischer Kultur. Marie-Luise Heller gehört mit ihren Arbeiten zu den Pionierinnen der Op-Art, der optischen Kunst. Und niemand sonst hat in dieser Zeit den künstlerischen Einsatz der Sprühfarbe so weit entwickelt. Mit den Neuzugängen von Hanne Brenken und Marie-Luise Heller konnten wichtige Lücken im Bereich geometrischer Kunst der späten 1960er und 1970er Jahre geschlossen werden. Die Installation »The Mothers of Intervention – Friede, Freude, Mutterkuchen« der Filterbahnfreunde Möhringen FFM entstand 2005 in Zusammenarbeit mit dem Künstlerduo Böller und Brot, den Autorinnen und Regisseurinnen
Sigrun Köhler und Wiltrud Bayer. Die Arbeit folgt mit Witz dem Topos der brotlosen Kunst. In dem Dokumentarfilm Mütter der Kunst 1 von Böller und Brot stellen die Mütter der FFM dem damaligen Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Ludger Hünnekens, Fragen zur beruflichen Zukunft ihrer Künstlerkinder. In Mütter der Kunst 2 erklärt der damalige Leiter der Kunsthalle Göppingen, Werner Meyer, den Müttern die Arbeiten ihrer Kinder aus der Perspektive des Kunsthistorikers. Die dreiteilige Fotoinstallation Mutter und Kind 1 bis 3 zeigt die Künstlerinnen gemeinsam mit ihren Müttern. Diese hatten aus Anlass des professionellen Fotoshootings ihre Kinder nach ihrem eigenen Geschmack eingekleidet. Wir präsentieren diese Arbeit im Rahmen unserer neuen Reihe Szenefenster, die Förderankäufe der Stadt Stuttgart vorstellt.